Willkommen zu diesem neuen Video bei Meet & Create. Wir testen heute den brandneuen Rösle Videro Pro G4S B. Richtig, das erste Mal ein Rösle Videro mit Heckbrenner und Rösle wird das erste Mal smart. Und ich weiß, ganz viele sehen diese Richtung kritisch und sagen, ah, smarte Grills will ich nicht haben. Aber dieser Grill hat ein, zwei smarte Features, die es bisher so nicht gab und die absolut ein Kaufargument für viele sein werden. Was das ist, was der Grill kann, wie heiß der wird und was der sonst so für Vorteile und Nachteile hat, all das wie immer in diesem Video. Viel Spaß dabei, los geht's. Letztes Jahr ist bereits der Rösle Videro Pro G4S entschieden. Wofür das alles steht, klären wir gleich einmal. Und wir haben jetzt die Weiterentwicklung von diesem Grill zu diesem. Ihr werdet von mir auch nochmal einen kompletten Vergleich der gesamten Rösle Videro Linie sehen, denn es gibt jetzt insgesamt 3 dieser Modelle in einer Reihe. Angefangen von dem günstigsten Modell mit Edelstahlseitenteilen, Edelstahlblende, mit einer normal glänzend schwarzen Haube und glänzend schwarzen Türen. Dann gibt es den Pro in mattschwarz mit Schubladen und dann gibt es jetzt den Pro in der SB-Variante und das auch noch in der smarten Variante. Und darum soll es heute hauptsächlich gehen. Trotzdem seht ihr, wir haben auch so einen Grill hier im Langzeittest. Und wenn ich euch jetzt verrate, dass die gesamten Materialien, bis natürlich auf das Smarte und den Heckbrenner, bereits bei diesen beiden Grills identisch ist, dann kann ich euch jetzt auch schon über lange Sicht sagen, dass dieser Grill hält, was er verspricht. Und was er verspricht, das klären wir jetzt. Rösle Videro Pro G4SB steht für Rösle. Das ist der Hersteller, also die Marke. Dann Videro, das ist die Modellreihe. Ähnlich zu vergleichen mit Automodellreihen, also Golf etc. gibt es dann vielleicht auch irgendwelche Sportvarianten und so weiter. So gibt es hier in der Grillbranche dann auch Varianten mit mehr Ausstattung oder weniger Ausstattung. Dann haben wir das Pro dabei. Pro steht dafür, dass wir hier schon mal eine Sonderausstattung haben. In diesem Fall bedeutet Pro bei Rösle, wir haben eine komplett matt schwarze Variante, wo ich sagen muss, ich persönlich stehe total drauf, ist aber Geschmackssache, ob man das schöner findet oder ob man Edelstahlteile an so einem Grill ebenfalls schön findet oder vielleicht sogar schöner findet als so eine matt schwarze Variante. Nachteil bringt sowas auch mit sich, klären wir nachher nochmal im Detail. G steht in diesem Fall jetzt hier bei Rösle für Gasgrill. Das ist klar, ist eine Gasvariante, kein Elektrogrill oder. Die Zahl 4 steht für die 4 Hauptbrenner, die wir bei dem Grill haben, also ein vierflammiger Gasgrill in diesem Fall. Es gibt auch den G3 und den G6. Entsprechend haben wir dann 3 oder 6 Brenner. In unserem Fall 4 finde ich immer die optimale Größe. Ein 6-Brenner braucht ihr nur, wenn ihr wirklich riesige Feste feiert und einfach nur mehr machen wollt. Mit einem 4-Brenner könnt ihr aber bereits alle Rezepte umsetzen, die ihr umsetzen wollt. Bei einem 3-Brenner habt ihr da teilweise schon Einschränkungen und auch die Hitzeleistung bei einem 3-Brenner ist nie ganz so toll wie bei einem 4-Brenner. Auch die Hitzeverteilung für indirekte, direkte Bereiche. Die Buchstaben danach, nämlich SB, das B ist jetzt neu hierbei hinzugekommen, die stehen S einmal für diesen Hochtemperatur-Keramikbrenner an der Seite und der heißt bei Rösle Prime Zone. Der erste Hersteller, der sowas hatte, war Napoleon und da hieß das Ganze Sizzle Zone und heißt es heute immer noch. Und deswegen ist dieses S, finde ich, sehr stark daran angelehnt, auch wenn Rösle es Prime Zone nennt. Also das S steht für diesen Hochtemperatur-Keramikbrenner mit 800, 900 Grad Celsius, perfekt geeignet, um Steaks richtig scharf anzugrillen. Und das neue B, was dazugekommen ist, das erkennen wir im Innenraum, wenn wir den Deckel öffnen. Wir haben jetzt das erste Mal bei einem Rösle Videro auch einen Heckbrenner. Und ich weiß, das haben sich extrem viele Leute gewünscht, weil sie gesagt haben, total genial, Grill in dieser Preisklasse unter 1000 Euro, aber wenn der einen Heckbrenner hätte. Und da war es immer klar, wenn er einen Heckbrenner hat, wird der aber teurer. Und das haben wir jetzt auch. Dieser Grill kostet leider nicht mehr unter 1000 Euro. Was er genau kostet, ob das preis-leistungstechnisch sich lohnt und was ich vielleicht sogar für ein gutes Angebot für euch nachher rausschlagen kann, das verrate ich noch im Laufe des Videos. An der Stelle muss ich aber einmal erwähnen, dass ich wie immer nicht gesponsert bin von Rösle für dieses Video und wir gesagt haben, wir wollen unabhängig bleiben. Das erste Video auf diesem Kanal, was ich vorgestellt habe, das war der Vorgänger von vor 4 Jahren, der normale Rösle Videro G4S. Damals auch noch leichte Bauunterschiede zu den heutigen Varianten. Da war noch nicht alles aus Edelstahl im Innenraum. Jetzt haben wir tatsächlich auch den doppelwandigen Deckel aus Edelstahl, Flammschutzbleche, Fettableitblech etc. etc. aus Edelstahl. Das war vor 4-5 Jahren teilweise noch anders, hat sich dann aber vielleicht sogar unter anderem durch meine Videos ein bisschen geändert. Und viele werden auch fragen, ist das der Rösle, wo Rösle dich persönlich gefragt hat nach deiner Meinung, nach deiner Expertise? Ist das der Rösle, wo Rösle vielleicht Kritikpunkte von dir mit aufgenommen hat? Zum Thema Videro, ja. Zu dem Grill, der vielleicht irgendwann mal kommt,
Nein, da kommt noch was. Das wird allerdings für diese Grillsaison nichts mehr werden. Falls ihr also eure Kaufentscheidung davon abhängig machen wollt, nicht darauf warten, sonst verpasst ihr einen ganzen Sommer Grillspaß. Schauen wir uns jetzt einmal die Bauteile hier bei dem Grill einmal in puncto Qualität und Ausstattung an, damit die Leute, die so einen Grill noch nie gesehen haben, einmal wissen, was hat es damit auf sich, was kauft man sich da, wenn man sich dafür interessiert. Und die Leute, die Rösle schon kennen, auch die Videro-Linie kennen, einmal sehen, was ist vielleicht der Unterschied zu den vorherigen Varianten oder zu der Variante, die ich bei mir zu Hause stehen habe. Wie immer starten wir unten bei den Rollen und hier haben wir bereits die guten Schwerlastrollen gummiert, alle vier Rollen bebremst, wie beim Videro Pro auch schon. Allerdings bei der normalen Videro-Serie haben wir die nicht verbaut, also das auf jeden Fall ein Upgrade zum normalen Videro. Was die genauen Unterschiede zwischen allen drei Modellen sind, das seht ihr allerdings auf dem Grillgutz-Kanal, da werden wir die einmal vergleichen, damit ihr dort auch alle bautechnischen Unterschiede einmal en Detail seht. Hier wie gesagt der Schnelldurchlauf. Dann haben wir unsere Bodenplatte für eine 11 Kilo Gasflasche, die sich hinter einer Tür befindet. Und dann neben dieser Tür haben wir noch mal zwei Schubladen. Diese zwei Schubladen, da können alles Mögliche an Krimskrams drin unterbringen. Und da wird immer gefragt, ja, aber wozu brauche ich das denn? Was brauche ich denn beim Grillen? Und da braucht man dann vielleicht auf Dauer doch mehr oder es sammelt sich mehr an, als man am Anfang denkt. Und als Wichtigstes zählt dazu eine Grillbürste, eine Grillzange, ein Kernthermometer, Grillhandschuhe, ein Fleischthermometer, vielleicht noch ein zweites zum Einstechen oder ein Bluetooth-Fleischthermometer, falls ihr das wollt. Wobei, dazu kommen wir noch zu einem Feature bei diesem Grill, dass man sich das auch wieder sparen kann. Gewürze, Soßen, vielleicht eine Seitenablage, Besteckablage, vielleicht ein Schneidebrett, das Messer, was ich beim Grillen gerne verwende oder. Also da ist schon eine ganze Menge Stauraum, die wir hier auch gut nutzen können, weil wenn ich hier nur eine Tür habe, ja, dann lege ich dahinter vielleicht mal ein Brett, was ich seitlich anlehne. Oder ich nutze den Platz halt gar nicht. Eine Besonderheit haben wir bei Rösle. Und zwar haben wir nicht nur einen normalen Druckminderer dabei, 50 Millibar, wie das jeder Gasgrill in Deutschland haben muss, sondern wir haben auch eine Schlauchbruchsicherung, die bereits integriert ist. Wenn wir hier das Gewinde festhalten und einmal daran rütteln, dann hören wir so eine kleine Kugel ganz leise rotieren. Und diese Kugel ist die integrierte Schlauchbruchsicherung. Das heißt, ich brauche hier nicht noch extra eine zwischenmachen. Bei Rösle habe ich das inklusive. Hört ihr das also, diese Kugel? Ja. Das hier meine ich nicht, ne? Das hört man auch, das Festhalten. Dann habt ihr eine Schlauchbruchsicherung bereits mit dabei. Und ansonsten solltet ihr euch eine Schlauchbruchsicherung vielleicht nochmal extra dazu kaufen, einfach als Sicherheit, dass, wenn irgendwo eine Undichtigkeit entsteht, die Gaszufuhr abgestellt wird. Weiter oben haben wir jetzt hier unsere Blende mit den einzelnen Drehreglern und die sind alle beleuchtet und in der Pro-Linie auch zweifach beleuchtet, das heißt weiß. Rot, wenn sie an sind, rot, wenn sie aus sind, weiß. So kann man immer erkennen, welcher Brenner an ist. Und wir haben insgesamt hier 6 Drehregler. Und wir haben hier auf der linken Seite des Grills einen Drehregler für die Sizzle Zone, Prime Zone, Sear Zone, Steak Zone, wie auch immer die Hersteller die nennen wollen. Also Keramikbrenner. Dann haben wir unsere 4 Hauptbrenner. 1, 2, 3, 4. Von der Anordnung immer genau da, wo der Brenner ist, genau davor sitzt auch der Drehregler. Und dann haben wir hier zwischen jetzt noch einen Drehregler. Der sitzt bei der normalen Variante hier fürs Seitenkochfeld, was wir hier nicht haben, kommen wir noch drauf zu sprechen. Dieser Drehregler, der ist für den Heckbrenner. Da haben wir auch immer so eine kleine Symbolik dran, dass wir genau wissen, wofür das ist. Wenn man das einmal weiß, wunderbar. Hier vielleicht der erste Punkt, den man beachten sollte. In diesem Fall habe ich es natürlich jetzt an den Drehreglern etwas asymmetrischer als bei der Variante, wo ich hier das Seitenkochfeld habe und entsprechend hier auch den Drehregler habe. Da habe ich natürlich hier überall denselben Abstand zwischen den Drehreglern, seitlich meine Drehregler für die zwei Seitenkochfelder, die ich habe. In diesem Fall habe ich jetzt den Drehregler für den Heckbrenner hier. Das macht einfach elektronisch auch viel mehr Sinn, als das ins Seitenteil reinzupacken. Und ich habe ja hier noch etwas Zusätzliches, wo wir auf jeden Fall noch drüber sprechen müssen. Deswegen, mich persönlich stört es überhaupt nicht. Die meisten Grills haben generell hier keine symmetrische Anordnung, was ich auch vollkommen okay finde. Nur als Anfänger weiß ich, ganz am Anfang habe ich auch gedacht, Moment, wofür ist denn jetzt welcher Drehregler? Also ganz simpel merken, da wo ein Brenner ist, genau davor sitzt dann auch ein Drehregler. Und dann haben wir noch zusätzliche Drehregler für die zusätzlichen Features. Und dann hat man den Dreh auch sofort raus. Im wahrsten Sinne des Wortes. Weiter geht's mit den Seitenteilen. Und hier haben wir zwei Seitenteile, die komplett schwarz pulverbeschichtet sind. Der gesamte Grill ist schwarz pulverbeschichtet. Bedeutet, vom Deckel unten bis zum Korpus, unten zu den Rollen, haben wir eine schwarze Pulverbeschichtung. Auch hier vorne an der Blende. Das ist also total einheitlich und echt sexy in meinen Augen. Ich mag das total, aber es gibt einen Punkt, den man dabei nicht unerwähnt lassen sollte. Wenn alles schwarz pulverbeschichtet ist, dann haben wir darunter in der Regel keinen Edelstahl, sondern Schwarzblech. Es gibt einen Hersteller, der nennt sich Otto Wilde, der produziert so Grills ab 3.400 €.
Der hat dann unter der schwarzen Pulverbeschichtung auch Edelstahlbleche verbaut. Das können wir in der Preisklasse einfach nicht erwarten. Wir haben entweder dünne Edelstahlbleche, die keine Beschichtung haben in der Preisklasse, oder wir haben so wie hier entsprechende Bleche aus Schwarzblech, die dann pulverbeschichtet sind. Von der Langlebigkeit her gibt so ein Hersteller wie Rösle auch nicht mehr als die 2 Jahre Gewährleistung an Garantie. Also eigentlich keine Garantie, sondern 2 Jahre Gewährleistung. Ich weiß aber aus der Praxis und ich weiß eben auch durch sehr, sehr viele Nutzer dieser Grills, dass der Grill auch deutlich länger hält. Im konkreten Fall jetzt hier für den Rösle bedeutet das, ich persönlich halte hier die Langlebigkeit des Grills geschätzt auf 8 bis 12 Jahre, was die Grillkammer betrifft. Dass die vielleicht in der Zwischenzeit, wenn ich Macken reinhaue, den ein oder anderen Rostfleck bekommt, das kann man nicht ausschließen. Das wird aber auch bei den teureren Grills so der Fall sein. Und deswegen muss ich sagen, von der Langlebigkeit mache ich mir hier bei diesem Produkt, und das seit 4 Jahren nutze ich so einen Grill auch selber, überhaupt keine Gedanken. Und kann das sowohl aus der Erfahrung von mir heraus sagen, als auch von Hunderten oder Tausenden Nutzern sogar, muss man mittlerweile sagen, dieses Gerätes. Wenn ihr dazu noch mehr Meinungen hören wollt, dann checkt gerne mal auf Facebook unsere Facebook-Gruppe Die Grill-Community aus. Da gibt es sehr viele Nutzer unterschiedlicher Gasgrills und da sind bestimmt auch ein paar hundert, wenn nicht sogar ein paar tausend Leute, die ein Rösle Videro G4S besitzen. Zurück zu den Seitenteilen. Die sind nicht einfach nur schwarz pulverbeschichtet, sondern die kann ich auch auf beiden Seiten abklappen. Und das ist bei Rösle tatsächlich etwas Besonderes, denn bei der normalen Variante habe ich ja sowohl hier als auch hier einen Brenner drin. Und normalerweise sagen Grillhersteller, ja, sobald ich einen Brenner drin verbaut habe, ist das Abklappen des Seitenteils schwierig, weil die Flexschläuche, die meistens dahin führen, durch die häufige Biegung irgendwann undicht werden können. Und da hat Rösle sich überlegt, okay, dann nehmen wir eine Schnellverbindung, wo ich einfach nur über einen Regler das ganze Ding trennen kann, dann das Seitenteil abklappen kann. Wenn ich es wieder brauche, klappe ich es auf und kann einfach nur diesen Stecker wieder einstecken und habe eine komplett dichte Gasleitung und habe nicht das Problem, dass dieser Gasschlauch irgendwann mal Probleme kriegen könnte durch dieses Abknicken. Jetzt haben wir hier auf einer Seite kein Seitenkochfeld mehr, also ist es sowieso abklappbar, aber auch hier bleibt es dabei, bei Rösle Videro sind beide Seitenteile abklappbar und das ist besonders für die Leute interessant, die wenig Platz haben, entweder auf dem Balkon oder wenn sie den Grill dann im Winter stauen wollen, kann ich nie empfehlen. Ich grill auch im Winter durch, aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Dann könnt ihr die Seitenteile abklappen und die Maße dazu verlinke ich euch mal unten. Über die Prime Zone hier links im Grill haben wir ja bereits kurz gesprochen. Hier gilt nur noch zu sagen, wir haben einen massiven Gussrost hier über dieser Prime Zone. Das ist eigentlich für die Preisklasse schon viel zu wertig und fühlt sich haptisch schon viel zu schwer an, als dass es dieser Preisklasse zugehörig ist. Ich persönlich muss aber sagen, Edelstahlrost finde ich auf so einem Teil fast schon besser, weil ganz ehrlich, das wird so heiß, wenn ihr da Gusseisen mit vorheizt für 15 Minuten, dann müsst ihr nach 10 Sekunden wenden, sonst ist alles gnadenlos verbrannt. Also hiermit vorsichtig sein. Ich habe euch aber zur perfekten Anwendung dazu schon mal ein Video gemacht, verlinke ich euch hier oben. Was wir auf der rechten Seite jetzt nicht haben, ist dieses Seitenkochfeld, was wir immer hatten. Das ist allerdings in meinen Augen überhaupt kein großer Kritikpunkt, weil ich auf einer Sizzle Zone sowieso exakt das gleiche machen kann. Ja, obwohl die so heiß wird, kann ich hier einen Topf draufstellen, kann ich hier eine Pfanne draufstellen und das Schöne ist hier bei Rösle, ich kann hier diesen Rost einmal seitlich drehen und habe dann Füße, dass der höhenverstellt ist und kann auch am Drehregler die Temperatur hier einfach nach unten regulieren und kann sogar hier drauf etwas warm halten und das fast schon besser als auf einem normalen Seitenkochfeld. Ja, das warm halten, obwohl das Teil so heiß ist und das liegt an dieser anderen Hitzeübertragung auf den Topf, auf die Pfanne bei einem solchen Infrarotbrenner im Vergleich zu einem normalen Gasbrenner. Falls euch das wie gesagt interessiert, Video hier oben auschecken oder unten in der Videobeschreibung. Deswegen finde ich es gar nicht schlimm und mit dem Heckbrenner, da müssen wir später noch mal drüber reden, aber wir haben das Highlight in diesem Seitenteil ja noch gar nicht besprochen. Deswegen kommen wir jetzt dazu. Hier rechts im Grill haben wir nämlich jetzt ein kleines Display und das haben wir, weil, das kann ich schon mal spoilern, habt ihr aber auch schon gesehen, der Grill hat kein Deckelthermometer, kein analoges Deckelthermometer mehr oben in der Glasscheibe, sondern die ist jetzt durchgängig und ich sehe die Deckeltemperatur und wir haben gerade 9 Grad Celsius, deswegen habe ich auch eine Jacke an, hier in den Display und da kommen wir jetzt zu einer Besonderheit, wo ich gesagt habe, das finde ich genial. Die meisten Gasgrills, die jetzt mit so einem Display daherkommen, mit smarten Features, mit eigenen Kerntemperaturfühlern und so weiter, die haben einen großen Nachteil. Die brauchen nämlich einen Steckdosenanschluss. Und dieser Grill steckt nirgends in der Steckdose. Wir haben ein Batteriefach mit 4 Doppel-A-Batterien, ganz normalen Standardbatterien, die jeder zu Hause hat. Und dieses Display hier, das ist ein LED-Display, was
angeblich sehr, sehr, sehr viele Stunden halten soll. Und ganz ehrlich, in Verbindung mit den Drehreglern, was das Einzige ist, was diese vier Batterien betreiben müssen, das Display und die Drehregler, glaube ich, Rösle das auch aufs Wort, obwohl ich das jetzt hier erst seit 5 Minuten nutze. Bedeutet, smarte Features und das ohne Steckdosenanschluss finde ich jetzt schon genial, aber im Gesamtpaket reden wir nochmal in der Zusammenfassung nachher darüber. Wir sehen also jetzt hier in groß die Deckeltemperatur und die sieht man sehr, sehr gut. Ich stehe jetzt hier komplett seitlich zu dem Display und ich kann perfekt sehen, dass wir 9 Grad haben. Also egal aus welchem Blickwinkel wir gucken, ich kann überall die Temperatur perfekt ablesen und ich finde, für die Preisklasse wirkt dieses Display extremst hochwertig. Auch wenn ich sagen muss, dadurch, dass wir eine Folie für den Wasserschutz drauf haben, ist das Display so ein bisschen weich haptisch. Das haben wir aber bei den ganzen anderen smarten Grills genauso, selbst wenn sie 3000 Euro aufwärts kosten. Und deswegen muss ich sagen, das Display für die Preisklasse top, absolut top. Und was wir noch dazu haben, sind 2 Kerntemperaturfühler. Diese Temperaturen sehen wir hier seitlich in klein. Oben sehen wir die Batteriestatus. Bedeutet, wenn die Batterien kurz vor leer sind, wissen wir, dass wir die wechseln müssen. Ist jetzt aber nicht so tragisch wie bei einer Gasflasche, wenn die leer werden. Aber finde ich ein nettes Feature, dass es mit dabei ist. Über Set können wir die entsprechenden Kerntemperaturfühler einstellen, über die Plus- und Minustasten. Super selbsterklärend. Kann jetzt hier meine Kerntemperatur voreinstellen. Sagen wir mal, wir machen heute ein Schweinesteak auf 63 Grad Celsius und wir machen ein paar Würstchen. Ja, ich weiß, bei Würstchen jetzt einen Kerntemperaturfühler zu benutzen, ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber die wollen wir jetzt mal auf 75 haben, einfach nur um zu verdeutlichen, dass wir 2 Sachen gleichzeitig hier messen können und auf verschiedene Temperaturen einstellen können. Eine Sache habe ich jetzt hier noch vergessen und zwar haben wir in der Mitte jetzt nochmal hier einen USB-C-Port. Und der kann nicht dafür verwendet werden, irgendein Gerät aufzuladen, weil wir ja gar keinen Stromanschluss haben. Und 4 so kleine Doppel-A-Batterien, die geben nicht genügend Power her. Der ist gerade dafür da, um vielleicht noch irgendein kleines Lämpchen oder sowas zu bedienen. Und da muss ich sagen, das hat Rösle garantiert nicht verbaut, weil eine Lampe so super praktisch ist am Grill und das ist sie. Ein Grifflicht oder irgendwie die Handytaschenlampe, wenn es dämmert, wenn es dunkel ist, nutzt jeder. Handytaschenlampe ist natürlich irgendwie so die Notlösung. Deswegen klar, so eine Lampe anzuschließen kann ein Vorteil sein. Da würde ich euch aber lieber so ein Grifflicht für den Deckel empfehlen. Verlinke ich euch mal unten in der Videobeschreibung, was dafür geeignet ist für verschiedene Grills. Dieses Ding ist sehr wahrscheinlich deswegen dabei, weil viele Grills ja jetzt smart werden und so ein USB-Port zum Handy aufladen sehr praktisch sein kann oder um mal irgendwie ein Update aufzuspielen. Und deswegen wird das wahrscheinlich derselbe Funktionsumfang sein wie bei anderen Grills, die dann allerdings mit einem Steckdosenanschluss daherkommen. Und dann kann dieser USB-Port wahrscheinlich auch mehr. Es ist aber immerhin USB-C-Anschluss, absolut state of the art, also hier nicht gespart. Das ganze Teil wirkt extrem hochwertig und würde ich auch in einem 2000-Euro-Grill mehr als akzeptieren. Öffnen wir den Deckel und lüften den Innenraum und dann starten wir nicht mit dem Heckbrenner, um den es hauptsächlich gleich gehen wird, sondern einmal mit der Wanne. Ich habe eben gesagt, dass hier alles pulverbeschichtet ist. Das gilt nicht für die Grillwanne, denn das wäre problematisch bei den hohen Temperaturen, die wir hier haben. Das halten Pulverbeschichtungen so hoch gar nicht aus. Der Deckel hier ist bis auf die Glasscheibe natürlich doppelwandig und innen drin zum Glück mit einem Edelstahlblech. Außen die Pulverbeschichtung natürlich nicht. Da ist es ein Schwarzblech pulverbeschichtet, aber innen drin Edelstahl und die Grillwanne selber ist eine Stahlwanne, die emailliert ist. Und Emaille hat viel bessere Eigenschaften, was Hitze angeht und was Kratzer angeht. Das heißt, die zerkratzt innen drin nicht so schnell und die geht durch Hitze auch nicht kaputt. Und deswegen sage ich, dieser Grill, der wird auch länger halten als diese 2 Jahre Gewährleistung. Deutlich länger, kann ich aus Erfahrung heraus eben sagen. Was wir allerdings nicht haben, und das kann man kritisieren, muss man aber gleich nachher im Preis-Leistungs-Verhältnis sich nochmal genauer betrachten, das ist eine Aluminium-Druckguss-Grillwanne. Die haben wir in dieser Modellserie leider nicht. Ich würde fast sagen, noch nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der Rösle Videro eine Aluminium-Druckguss-Wanne niemals bekommen wird. Oder wenn er sie bekommen wird, sollte er eigentlich nicht mehr Videro heißen, sondern irgendwie anders, weil dann wird er noch mal um ein paar hundert Euro teurer werden. Und dann reden wir nicht mehr über einen der besten Einsteiger-Gasgrills, sondern dann reden wir schon über eine Bauklasse drüber. Und dann sollte er auch nicht Videro heißen, sondern vielleicht eher wieder Magnum oder anders, weil Magnum war die höhere Baureihe, die es leider nicht mehr gibt. Aber da wird ja vielleicht dieser ominöse andere Grill, der gerade bei Rösle in Produktion ist, dann der Ersatz für. Wenn der kommt, wird der allerdings was ganz anderes. Wenn wir jetzt unten in die Wanne reinschauen, sehen wir ein Edelstahl-Fettableitblech, das wie auch bei den Vorgängervarianten aus Edelstahl top in der Preisklasse. Edelstahlbrenner, nichts anderes kann man akzeptieren. KW-Leistung ist auch unverändert geblieben und was die kann, zeigen wir gleich. Dann haben wir Edelstahl-Flammschutzbleche und einen emaillierten Gusseisenrost. Auch der genauso massiv in den Vorgängervarianten, dazu habe ich schon genug gesagt und in der Preisklasse absolut top.
Abgerundet wird das Ganze jetzt mit einem Edelstahl-Ablagerost und einem in Edelstahl gefassten Keramik-Infrarotbrenner. Kein Stabbrenner wie bei Napoleon und Breuking, das häufig der Fall ist, auch in Preisklassen, die drüber sind, sondern Keramikbrenner. Ein Keramikbrenner hat einen Vorteil und einen Nachteil. Der Vorteil ist, ein Keramikbrenner wird deutlich heißer, als ein Stabbrenner das werden kann. Der Nachteil ist, der geht meistens nicht über eine so große Fläche des Grills. Wir sehen also, wir haben nicht die ganze hintere Fläche mit einem Heckbrenner versehen, sondern nur ein Stück davon. Wenn man aber ehrlich ist, zwei Hähnchen passen davor, ein großer Rollbraten passt davor, ein Gyros-Spieß für mindestens 10 Personen passt davor. Und deswegen muss man sagen, viel mehr braucht man auch nicht. Dieser Keramikbrenner ist jetzt, ich finde unnötigerweise, aber es ist eben so bei dem, mit einem Flammschutzblech geschützt. Ob das nachher einen Vorteil bringt oder einen Nachteil bringt, müssen wir uns angucken. Weil ein Keramikbrenner funktioniert ja so, dass die Keramik sich erhitzt und Hitze abstrahlt. Das Flammschutzblech davor würde diese Hitze jetzt wieder isolieren, sich selbst erhitzen und dann wieder Hitze abstrahlen. Ob das nachher so einen großen Vorteil hat, das müssen wir uns mal über lange Zeit angucken oder ob das vielleicht sogar einen Nachteil haben könnte. Ich kann euch allerdings verraten, dieser Heckbrenner, der hier verbaut ist, das ist kein Rösle-Exklusiv-Heckbrenner. Diese Heckbrenner, die gibt es schon seit ein paar Jahren am Markt bei verschiedensten Grills und die haben sich tatsächlich auch bewährt. Also es gibt daran erstmal jetzt nichts dran auszusetzen, wo ich sagen kann, das ist negativ. Nur von der Technik her frage ich mich, ist dieses Flammschutzblech wirklich vonnöten oder hätte man sich das nicht sparen können? Schützt das den Brenner wirklich so sehr davor, dass er in irgendeiner Form kaputt geht? Oder ist dieses Blech vielleicht eher dafür da, dass der Anwender, also der Griller, nicht mit einem scharfen Reiniger versucht, diesen Brenner sauber zu machen? Denn das gibt es tatsächlich. Und ein Keramikbrenner, bitte, der darf niemals einen Grillreiniger sehen oder eine Edelstahlbürste, weil die Keramik natürlich viel weicher ist als eine Edelstahlbürste und auch ein Grillreiniger einfach viel zu scharf ist. Und dann ist so ein Heckbrenner tatsächlich auch kaputt. Genauso aber auch so eine Sizzlezone, Primezone etc. Also da bitte wirklich nur den Brenner sich selbst ausbrennen, freibrennen lassen. Mehr braucht ihr nicht machen. Der Edelstahl drumherum wird sich sowieso verfärben. Der wird schwarz. Ihr könnt den reinigen, verlinke ich euch auch unten was für. Aber obwohl ihr den reinigt, egal wie ihr das macht, selbst wenn ihr es abbaut und die Spülmaschine packt, der bleibt verfärbt. Der wird nie wieder silbern. Das muss man beim Grillen einfach wissen. Gleiches gilt für alle anderen Edelstahlbauteile hier in dem Grill. Vom Deckel angefangen bis unten zur Fettwanne. Damit ich euch mit noch mehr Worten jetzt nicht langweile, würde ich sagen, wir fangen direkt an zu grillen. Falls euch genaue Specs dazu interessieren, was exakte Maße angeht, was die Leistung der Brenner an kW angeht, dann verlinke ich euch das Produkt unten einmal, dass ihr euch das anschauen könnt en Detail. Da gibt es natürlich auch noch ein Angebot, was ich euch unten verlinke, kommen wir aber nachher drauf zu sprechen. Das letzte für dieses Kapitel, was ich noch sagen muss, ist, die Glasscheibe hat kein Deckelthermometer mehr, weil wir es hier drin haben. Und ich finde, das sieht super clean und futuristisch aus und macht bei dem Grill eine Menge her. Und neben der Optik hat es einen großen Vorteil. Und zwar das Reinigen der Glasscheibe ist jetzt viel einfacher, weil ich das Deckelthermometer nicht mehr ausbauen muss, nicht drumherum wischen muss, kein Loch in der Glasscheibe habe. Das bedeutet, ich vermute sogar, dass sie sogar stabiler geworden ist, als sie das früher war mit diesem Loch in der Mitte. Und ich kann ungehindert einfach die gesamte Grillfläche in dem Grill betrachten. Finde ich sehr, sehr cool. Und da muss ich sagen, hat das Display noch mehr Berechtigung als bei jedem anderen Gasgrill, der jetzt smart wird, ist das auch schon vorher hatte. Wir haben das Ausbrennen jetzt durch. Das bedeutet alle vier Hauptbrenner an, den Heckbrenner nicht, sonst wird es zu heiß. Und wir sehen ja jetzt auf dem Display auch die Deckeltemperatur. Und dabei habe ich festgestellt, dass die Messsonde für die Deckeltemperatur relativ ungünstig positioniert ist für Rösle, denn der Sensor sitzt nicht am Deckel, sondern er sitzt am Rost. Erstmal schön. Temperatur am Rost ist eigentlich ja immer das, was wir auch wissen wollen. Und die Deckeltemperatur wird immer so als Schätzeisen verschrien, weil es einfach dort eine andere Temperatur ist als am Rost. Jetzt haben wir die Temperatur am Rost, aber wer sich mit Gasgrills ein bisschen auskennt, der weiß, dass die Temperatur vorne am Rost am niedrigsten ist, und zwar mit Abstand im Vergleich so zu einem Dreiviertel nach hinten gesehen zur Rostfläche. Und dort haben wir die höchste Temperatur. Und wenn ich jetzt seitlich hier drauf schaue, dann haben wir hier so 280 bis 288 Grad Celsius anliegen. Und das ist ja jetzt erstmal für eine Deckeltemperatur gar nicht so berauschend. Jetzt habe ich eins meiner Kernthermometer mal eingeschoben an die Stelle, wo man eigentlich messen sollte. Und das war innerhalb von 5 Sekunden bei über 300 Grad. Leider zeigt es nicht mehr an. Ab 300 Grad macht es HHH, aber also für High, 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 nicht für HHH. Und so schnell, wie das so hoch gestiegen ist,
gehe ich davon aus, dass wir eher bei 350, vielleicht sogar 370 Grad Celsius sind. Um das jetzt einmal zu verifizieren, habe ich allerdings hier meine Wärmebildkamera. Und damit schauen wir jetzt einmal von außen. Wir sehen natürlich an der Glasscheibe, dass dort Hitze rauskommt. Da treten so 180 bis 190 Grad Celsius an der Glasscheibe auf. Die gehen natürlich nicht raus. Das heißt, wenn ich jetzt hier meine Hand hinhalte, haben wir nicht 190 Grad, da verbrenne ich mich nicht. Wenn ich anfassen würde, verbrenne ich mich. Aber das tue ich bei jedem Gasgrill am Deckel, wenn der heiß genug wird. Es gibt da manchmal so Internet-Testmagazine, die sagen dann, ja, der Gasgrill hat schlecht abgeschnitten im Test, weil der Deckel wurde so heiß, dass man sich verbrannt hat. Ganz ehrlich, das ist eher ein gutes Zeichen als ein schlechtes. Also wenn der Grill heiß genug wird, dann wird auch der Deckel, egal wie doppelwandig der ist, zwangsweise extrem heiß. Weil wenn wir im Grill 350 bis 500 Grad Celsius haben, ist es unmöglich, dass der hier zu heiß ist. Aber der strahlt wirklich nicht viel Hitze ab. Und das beweisen uns die Kernthermometer, die hier seitlich hängen. Denn da sehen wir immer noch die 9 bis 10 Grad, die wir hier generell im Außenbereich haben. Das heißt, wir haben überhaupt keine Wärmestrahlung in diesem Bereich dort runter, sowieso nicht. Aber hier, natürlich ist es hier warm, aber dass man sich verbrennt, wenn man nicht anfasst, auf gar keinen Fall. Auch hier die Seitenablage, ne, im Vergleich jetzt mal zu anderen Grills, ist jetzt nicht so, dass man sich da direkt verbrennen würde. Trotzdem, wenn man jetzt hier so einem Grill natürlich hier zu nahe kommt, verbrennt man sich. Und der ist heiß. Heißer als das, was da steht. Ich würde jetzt mal sagen, nach längerer Beobachtung, 280 Grad sind da, plus minus 8 Grad. Die schwankt ja immer nach unten, nach oben. Wenn wir jetzt den Deckel öffnen, dann wird es natürlich noch ein bisschen sinken. Aber jetzt schauen wir mal, was er auch wirklich real am Rost an Temperatur hat. So wie ich gedacht habe. Wir haben hier 381 Grad Celsius und hier haben wir 404 Grad Celsius. Also eine Temperatur, die weit über dem liegt, was mir dort angezeigt wird. Also, obwohl jetzt das Deckelthermometer in Rosthöhe sitzt, haben wir trotzdem immer noch nicht eine Angabe, die viel darüber aussagt, wie die Temperatur dort ist, wo das Fleisch nachher auch tatsächlich liegt. Kein Schätzeisen, weil an der Stelle wird die Temperatur garantiert stimmen, aber diese Temperatur direkt hier vorne ist uns ja ziemlich egal. Die Temperatur hier, die ist wichtig und da ist es knackig heiß. Das wird gleich richtig tolle Röstaromen geben, da bin ich mir sicher. Deswegen holen wir jetzt mal ein schönes Schweinesteak und wir holen auch mal ein paar Würstchen und werden mal schauen, was dieser Grill hier drauf hat. Ich weiß nicht, wann ihr dieses Video seht, wenn das hochgeladen wird, aber für mich zeitlich ist das der nächste Grilltest nach einem Grill, der es nicht mal geschafft hat, ansatzweise ein Würstchen braun zu kriegen. Und schaut euch das mal an hier. Ist das nicht mal ein gleichmäßiges Branding? Das ist so schön gebräunt, perfekt. Und klar, Würstchen ist jetzt nicht der höchste Anspruch, keine Frage. Aber dann schaut euch gerne auch mal diese Röststreifen an. Perfekt gleichmäßig, tolle Hitzeverteilung. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja jetzt seit einiger Zeit Grills gewohnt, weit über 3000 Euro. Und ich hatte wirklich Angst vor diesem Video, weil der Rösle mein erster Gasgrill war, den ich hier auf YouTube auch präsentiert hatte. Und ich hatte Angst, dass ich mich so ein bisschen entfernt habe von Grills dieser Preisklasse. Und jetzt denke, irgendwie ist der ein bisschen schwach auf der Brust. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Ergebnis freut mich so sehr, weil das geil ist. Das ist geiles Grillen. Das macht Freude, das macht Spaß. Es gibt Flammen, nicht zu viel Fettbrand, gleichmäßige Röstaromen. Genau so muss Grillen sein. Und das für einen Grill in der Preisklasse mega. Richtig gut. Was wäre der Test des neuen Rösle Videro mit Heckbrenner, wenn wir nicht auch den Heckbrenner einmal anschmeißen? Und deswegen seht ihr jetzt hier auch schon wunderschön glühend diesen Heckbrenner. Und ich habe ja eben schon gesagt, dieses Flammschutzblech halte ich für überflüssig. Wir schauen mal, ob das mit den Picanha Steaks, die wir da drauf haben, gut funktioniert. Eigentlich sind die falsch herum aufgespießt, aber die sind leider zu dünn, um sie richtig herum auf den Spieß zu bringen. Deswegen jetzt so notdürftig beholfen, auch mit den Klammern. Und eine Sache, wo ich sage bei Rösle, am Rost
hätten sie was anders machen sollen, aber leider haben sie das in den letzten 2 Jahren geändert gehabt. Und zwar haben die jetzt dieses Smart Grid System da drin, oder bei Rösle nennt sich das Vario Plus System. Wir haben diese runde Aussparung des Rostes, wo wir einen Wok und einen Pizzastein reinlegen können. Dafür haben wir aber nur noch einen Rost, den wir wirklich irgendwie durch etwas anderes, wie zum Beispiel jetzt diese Einsatzwanne, ersetzen können. Und am liebsten hätte ich die genau mittig unterm Fleisch, sodass der Fleischsaft richtig schön da reintropft. Aber das ist bei diesen Rosten nicht möglich. Man kann sich diese einzelnen Gussroste nachkaufen für den Grill. Und dann hat man die Möglichkeit, 3 Roste zu haben und diese dann jeweils durch etwas zu ersetzen. Wie zum Beispiel jetzt hier diese Einsatzpfanne. Ein geniales Produkt, 4 mm dicht geschweißt, perfekt für Reibekuchen, für Bratkartoffeln. In unserem Fall jetzt einfach Kartoffelnecken aus dem Grill. Richtig schön gewürzt mit ein bisschen Öl, aber auch um Burger Buns anzutoasten, Burger zu grillen generell. Eine Scampi-Pfanne, Gemüsepfanne, Bacon auslassen, Spiegelei, Frühstück vom Grill und so weiter und so fort. Also genial, bei Rösle leider nur auf der einen Seite verwendbar aufgrund dieses Rostes. Oder ich müsste jetzt auch die anderen Roste rausholen und dann das Ding in die Mitte schieben. Wisst ihr was, das machen wir jetzt. Und dann haben wir auch den Fleischsaft von den Picanha Steaks bei den Kartoffeln mit dabei. Und dann schauen wir mal, wie gut das hier performt, wie lange das braucht und wie es nachher schmeckt. Ich bin euch noch ein Fazit schuldig. Wir haben uns gerade so satt gegessen und ich habe mir das Leben viel zu schwer gemacht. Ich hätte hier diese Einsatzwanne auch wunderbar einfach auf dem Rost überall unter dem Heckbrenner positionieren können, egal wo ich will. Heißt, man braucht die Roste gar nicht reinmachen. Die passt auch so perfekt da rein. Grundsätzlich hatte ich jetzt gerade mega Freude und muss meine Emotionen ein bisschen zügeln, um jetzt ein sehr neutrales Fazit einmal und eine Zusammenfassung von all dem, was ich heute erlebt habe, für euch hier zusammenzufassen. Wir haben im Vergleich zu dem Rösle Videro Pro, den es bisher gab, nun kein Seitenkochfeld mehr, was ich gar nicht tragisch finde, weil wir eine Sizzle Zone haben, die dasselbe kann und beides gleichzeitig in Betrieb, müsst ihr euch selber belegen. Habt ihr das wirklich? Werdet ihr das brauchen? Braucht ihr ein Seitenkochfeld wirklich oder braucht ihr nicht eher einen Heckbrenner? Der Heckbrenner selber, wofür ist der gut? Für Grillhähnchen, für Rollbraten, für Gyrosspieße, Dönerspieße, also all solche Geschichten. Gerade habt ihr gesehen, Picanha auf dem Spieß geht wunderbar. Theoretisch kann man auch Rippchen auf dem Spieß machen, aber da gibt es meiner Meinung nach bessere Methoden für. Wenn ihr einen Heckbrenner allerdings nicht braucht, weil ihr sagt, boah, all das mache ich nicht, dann würde ich sagen, ist dieser Grill nicht ideal für euch, weil der Heckbrenner natürlich auch ein Stück weit Grillfläche wegnimmt. Beim Grillen selber hat mich das jetzt aber viel weniger gestört, als ich anfangs das erwartet hätte, weil der Heckbrenner zwar rausguckt, aber gemerkt habe ich das beim Grillen jetzt erstmal nicht und es hat mich wirklich einfach nicht gestört, muss ich so sagen. Sowohl auch beim Roste reinlegen als auch rausholen und auch diese Einsatzpfanne kann ich trotz Heckbrenner unter dem Heckbrenner frei in der Grillfläche bewegen. Das heißt, diese anderen Roste muss man sich vielleicht gar nicht holen. Diese Einsatzpfanne funktioniert trotzdem überall wunderbar. Ich brauche die nicht nur auf einer Seite verwenden, ich kann die auch mittig runterschieben. Das hätte ich gerade auch machen können, aber da wusste ich das noch nicht. Für mich auch die erste Benutzung von diesem neuen Grill. Und da muss ich sagen, Glasscheibe komplett ohne Deckelthermometer finde ich hier eine konsequente Weiterentwicklung. Was bei anderen Gasgrills vielleicht schade ist, dass kein Deckelthermometer mehr analog vorhanden ist, wo man das schnell sieht, weil man aufs Handy gucken muss oder ein extra Display braucht. Das Display haben wir hier. Super simpel, ohne Stromanschluss, per Knopfdruck, über Batterien. Wenn die leer sind, einfach 4 neue Batterien rein. Kostet wirklich nicht die Welt. Und dann sehe ich sofort die Deckeltemperatur. Hier habe ich einen kleinen Kritikpunkt. Die ist an einer Stelle, ja, die ist am Rost, aber die zeigt mir trotzdem nicht die reale Temperatur an. Wir haben gesehen, die Rosttemperatur mit der Wärmebildkamera lag 100 Grad Celsius über dem, was mir angezeigt wurde. Also der Grill ist wirklich schweineheiß. Heißer, als ich das in Erinnerung habe oder gedacht habe. Also wirklich, ich bin sowas von emotional von der Hitze, vom Grillerlebnis, von diesem Grill überzeugt. Das ist so ein guter Allrounder. Für jeden Einsteiger ist das eine optimale Hitze, weil ich hier nicht aufpassen muss, dass mir was schwarz wird, weil ich nicht aufpassen muss, dass ich zu viel Flammenbildung habe, sondern ich habe Leistung. Ich kann perfekt all das grillen, was man so grillt. Und wir haben heute wirklich ja alles gemacht. Von Schweinesteak über Würstchen bis hin zu Rindersteak. Wir haben Bratkartoffeln gemacht und ich habe auch noch Burger Buns angetoastet und aus dem Steak nachher Burger gemacht. Also einmal die komplette Produktpalette, die man hier so drauf zubereiten kann. Und das hat der wunderbar gemacht. Wir hatten richtig Spaß hier beim Grillen. Mit der Rotisserie, Drehspieß, klar, Heckbrenner, mit dem Flammschutzblech funktioniert, bringt das Vorteile, Nachteile? Ganz ehrlich, keine Ahnung, es hat gut funktioniert. Mehr kann ich dazu jetzt erstmal nicht sagen. Könnte der noch etwas heißer sein? Ja, es gibt natürlich Otto Wilde über 3.000 Euro.
Der Heckbrenner ist keramisch, geht über die gesamte Fläche, wird nochmal einen Ticken heißer, keine Frage. Aber wir reden jetzt hier mal über den Preis und da sind wir bei 1.199 Euro. Und der ist nur 100 Euro teurer als der bisherige Pro. Und wenn wir das dann einmal in Relation zueinander sehen, dann muss ich sagen, der deutlich besser als der normale Pro, weil ich habe weiterhin die Sizzle Zone, die ich auch als Kochfeld verwenden kann. Ich habe den Heckbrenner endlich mit dabei. Ich habe so ein Display. Ich habe integriert zwei Kerntemperaturfühler, die ich mir sonst noch zusätzlich kaufen müsste. Ist kein Drama, kann sich jeder für irgendwie 30 Euro zusätzlich kaufen. Dann habe ich die auch kabelgebunden mit Display, pieps genauso, wenn es fertig ist. Das tut es hier auch. Ich habe allerdings auch bei diesem Grill zwei Schubladen mit dabei, habe ich beim normalen Pro auch und eben die etwas besseren Rollen. Die Drehregler sehen schön aus, guckt es euch selber an, sind nicht nur zweifarbig, sondern dreifarbig, habe ich mich eben versprochen, und zwar blau, dann rot, und wenn ihr die runterregelt, werden sie orange. Finde ich ein nettes Feature. Ganz ehrlich, das kann irgendwann mal kaputt gehen im Laufe der Zeit, also da würde ich gar nicht so viel Wert drauf legen, aber da wir jetzt mit dem Display die Batterien eh immer drin brauchen, wird das wahrscheinlich auch häufiger mal an sein als bei anderen Grills. Wie ist das jetzt preislich mit dieser UVP? 1.199 Euro. Der normale Rösle, ohne Pro, ohne alles, Rösle Videro G4S, der ist im Markt mit einer UVP von 999. Da habe ich gesagt, die finde ich ein bisschen zu hoch. Ich sehe den Grill eher bei 799 UVP. Und tatsächlich bekommt man auch Angebote, die da drunter liegen. So für 750 Euro können wir den jetzt einfach mal im Preisvergleich heranziehen. Ich verlinke euch unten ein Angebot, wo der mit Sicherheit noch mal ein paar Euro günstiger ist. Und für 750 Euro im Vergleich jetzt zu 1.200 Euro haben wir doch eine relativ große Preisdifferenz, nämlich 550 Euro. Und 550 Euro müssen euch diese Features hier wert sein. Das bedeutet die Schubladen, die besseren Rollen, das fehlende Deckelthermometer mit dem schöneren Glas, was einfacher zu reinigen ist, mit dem anderen Deckelthermometer, was dann übers Display absehbar ist, mit den Kerntemperaturfühlern, die mit dabei sind, mit dem Heckbrenner statt einem Seitenkochfeld und eben dieser mattschwarzen Oberfläche. Und da muss ich persönlich sagen, ja, den würde ich dem normalen Rösle Videro G4S vorziehen, aber in der Preisklasse sind 550 Euro sehr viel. Und den wird es im Markt leider nicht viel günstiger geben. Der wird bei dieser UVP wahrscheinlich bleiben. Ich verlinke euch aber exklusiv als Community, weil ihr so lange dran geblieben seid, unten in der Videobeschreibung einmal ein Angebot. Dann könnt ihr auf diesen Grill nochmal sparen oder andersrum, ihr könnt nicht nur sparen, sondern noch Zubehör on top in einem schönen Bundle mit dazu bekommen. Und dann ist das ein Angebot, wo ich sagen muss, das hier ist ein Grill, der verdient meine Empfehlung zu 100% im Preis-Leistungs-Verhältnis. Gibt es bessere Grills? Ja. Sind die teurer? Ja. Für 1.200 Euro im Angebot ein bisschen günstiger oder mit Zubehör mit dabei, ist das momentan für 1.200 meine absolute Empfehlung. Muss ich gerade einfach so sagen nach dem heutigen Tag. Ein toller Test, ein toller Grill, ein tolles Ergebnis. Und ich hoffe, ihr fandet das auch ein tolles Video. Dann gebt dem doch einen Daumen nach oben. Lasst ein Abo da, wenn ihr weiteres nicht verpassen wollt. Auch Rezepte rund ums Thema Grillen. Wenn ihr Bock habt, mal auf ein Grillseminar mit Grills aller Preisklassen. Angefangen bei 500 Euro bis hin zu 17.000 Euro. Kein Scherz. All das haben wir hier in der Grillschule. Dann guckt mal unten in die Videobeschreibung. Wenn ihr Bock habt auf eins unserer Events, schaut mal vorbei. Wir machen 2-3 Mal im Jahr ein riesiges offenes Event. Und falls ihr an den Daten nicht könnt, dann haben wir auch noch ein paar geschlossene. Wir haben unser Barbecue-Pop-Up-Restaurant mit à la carte Bestellungen von den feinsten Barbecue-Spezialitäten, mit der Barbecue-Platte. Wir haben Grill in den Mai, wir haben Super Bowl-Specials und dieses Jahr zur EM haben wir mit Sicherheit auch noch mal ein paar Public-Viewing-Aktionen, je nachdem, wie weit Deutschland es schafft. In diesem Sinne, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.